Ja, einen wunderschönen guten Morgen von mir bei diesem schönen Sonnenschein, bei diesem hellen Lichtstrahlen. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wenn in den letzten Wochen, das Gefühl ist so, seit Corona scheint die Sonne, zumindest draußen, vielleicht nicht überall drinnen. Viele geraten in eine Krise, wir geraten in eine Krise und machen uns viele Gedanken und ja, eigentlich ist es hell, auf der anderen Seite ist dann wieder dunkel und dann macht man sich Gedanken und man verrennt sich vielleicht in einen Bereich, aber dann war gestern, André schreibt mir, wusstest du, dass gestern der internationale Tag des Lichts ist und dann macht man sich viele Gedanken über das Licht. Und da ist mir eingefallen, vor einigen Jahren war ich auf einer Veranstaltung, ich mache in meinem zweiten Job so Veranstaltungen, und dann sind wir dort und daneben war auch eine Veranstaltung. Das waren so Menschen, die waren irgendwie komisch. Die liefen alle so in ganz weiß rum, komplett weiß angezogen. Irgendwie war das so ganz bisschen unheimlich. Und dann sind wir irgendwann mal so dahinter gegangen und haben dann ein bisschen gegoogelt und irgendwas stellt sich raus, das war so eine irgendwas mit esoterisches Treffen, die große Suche nach dem großen blauen Licht. Durch Meditation und Räucher versuchen sie, das große blaue Licht zu kriegen. Also jeder versucht irgendwie eine Erleuchtung zu kriegen. Ich weiß, aus dem Buddhismus ist es so, dass die Menschen meditieren und versuchen, wirklich in diese Erleuchtung zu kommen. Und als ich mir so viel Gedanken gemacht habe über das Licht, musste ich feststellen, gerade weil ich in einem intensiven Gespräch mit einem sehr guten Freund bin, musste ich feststellen, ey, mit Jesus lebst du in dieser Erleuchtung. Du bist erleuchtet, du hast es in dir drinne. Nur, wie bleibt das Licht an? Wie kriege ich das Licht an? Das ist wieder eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob euch gleich etwas auffallen wird. Ich mische das mal ein bisschen durch hier. Man sieht das, glaube ich, nicht so gut von ganz hinten. Gut, dass wir keine Rauchmelder haben hier. Noch ein bisschen trinken. Vielleicht fällt euch im Laufe der Predigt etwas auf. Sollen jetzt keine, so, irgendwo wird man dann einen Unterschied sehen. Auf jeden Fall möchte ich heute mit euch über das Licht sprechen. Und einige Sachen haben mich sehr, sehr beeindruckt, als ich mir über ein bestimmtes Detail viele Gedanken gemacht habe. Ich glaube, ich habe noch nie im Alten Testament gepredigt. Das habe ich dem André schon gebeichtet. Ich bin ja auch kein großer Theologe, ne, der große theologische Ausarbeitungen macht. Ich sage immer, ich bin Straßenjunge, der einfach versucht, das Leben zu leben und euch das hier mitzuteilen. Wir versuchen es mal. Es hat mich extrem bewegt. Das, was Gott dort zu sagen hat. Und wie erneut zu sehen, was Gott für ein Gott der Details ist. Wir erkennen ja immer schnell Leute, wo Menschen wirklich detailverliebt sind, ne? Wo jedes Detail sehr fein ist. So dieser Perfektionismus, der ist bei manchen Menschen auch sehr ausgeprägt, weil es muss alles sehr ordentlich, sehr sauber, sehr, sehr gut sein. Ich kenne da so einige, ne? Und Gott kommt zum Volk Israel, zu Mose und sagt ihm, ich will bei euch einen Ort haben. Ich will, dass ihr mir einen Ort schafft, wo ich mit euch in Begegnung treten kann. Und er gibt ihnen eine Anleitung, um die Stiftshütte zu bauen. Hast du schon mal eine Küche von Ikea aufgebaut? Du kriegst, glaube ich, ein Buch, richtig? Ich habe noch nie eine Küche aufgebaut, die Schränke reichen schon. Ne? Du kriegst ein Buch mit der Anleitung, wie du was machen sollst. Wenn du dich nicht ganz daran hältst, weil du meinst, ach, kriege ich schon hin, ne? Kann es zu Schwierigkeiten kommen. Da hast du ein Brett übrig, das vielleicht wichtig ist. Oder der Schrank hängt auf Halbmast, hängt schief. Die Anleitung ist ganz, ganz wichtig. Und Gott gibt etwas, was viel detaillierter, viel feiner und einen viel tieferen Sinn hat als diese eine IKEA-Anleitung. Gibt Gott dem Volk Israel, gibt Gott Mose mit und sagt, bau mir eine Stiftshütte, so wie ich es dir hier sage. Es ist unglaublich, wenn wir anfangen zu lesen, was Gott dann dort sagt. Theologen haben eine Wissenschaft daraus gemacht, die sehen in jeder Farbe eine Bedeutung. Es ist
verrückt. Man kann sich damit mal beschäftigen und man sieht so viel in dieser Stiftshütte, was Gott mit jedem Detail zu sagen hat und dass jedes Detail bei Gott einen Sinn hat. Und das ist das, was ich so unglaublich finde. Und darüber möchten wir uns Gedanken machen. Gott sagt zu Mose, ich habe den Vers einfach mal mitgebracht aus 2. Mose 25, Vers 1. Ich werde jetzt nicht alles lesen, aber Gott sagt, richte den Israeliten aus, dass sie mir eine Abgabe errichten sollen. Jeder, der etwas geben möchte, soll es dir bringen. Folgende Dinge sollst du für mich von den Israeliten entgegennehmen. Und wenn man das Kleingedruckte liest, dann sieht man, was für feine Details. Gold soll dabei sein, Silber, Bronze, Violett, Purpur, karmesinfarbene Wolle. Alles, das Akazienholz, das Feinste vom Feinsten, nur das Beste vom Besten. Die Israeliten sollen mir ein Heiligtum errichten, damit ich bei ihnen wohnen kann. Das Heiligtum und seine Einrichtung sollt ihr genauso anfertigen, wie ich es dir zeigen werde. Hey, Gott sagt, ich will nur das Beste vom Besten. Und nur, wer möchte, freiwillig. Es ist deine eigene Entscheidung. Wer möchte? Ich kann dir jetzt ganz genau erzählen, was Gott dir hier sagen möchte. Ich möchte nicht, dass du hier rausgehst und sagst, Alex hat es gesagt. Ich möchte, dass du rausgehst und sagst, Gott hat es gesagt. Gott hat nie jemanden gezwungen, er will aber das Beste von dir, weil er dir das Beste geben möchte. Gott gibt dir immer nur das Beste. Und das will Gott dir geben und er wünscht es sich im Gegenzug genauso. Vielleicht sagen wir manchmal, es ist übertrieben. Das ist doch übertrieben. So viel, immer nur das Beste für Gott, das ist Quatsch. Hey, Gott hat sein Bestes gegeben. Und er wünscht es sich auch. Manchmal ist sein Wort hartes Brot, aber es ist sein Wort und nicht mein Wort. Und wenn der Herr, der Schöpfer dieser Welt, was zu sagen hat, müssten wir eigentlich ganz, ganz viel Respekt davor haben. Lasst uns diesen Text lesen, der mich so angesprochen hat, den ich euch hier mitgeben möchte, wo ich mit euch ein paar Gedanken machen möchte, was dieser Text uns heute zu sagen hat, aus 2. Mose 25, 31 bis 40. Fertige einen Leuchter aus reinem, getriebenem Gold an. Der ganze Leuchter, sein Fuß, sein Schaft, seine Kelche, Knospen und Blätter sollen aus einem Stück gearbeitet werden. Er soll 6 Arme haben, 3 auf jeder Seite des Leuchters. An jedem der 6 Arme sollen sich 3 mandelblütenförmige Kelche befinden mit Knospen und Blütenblättern. Der Schaft des Leuchters soll mit 4 mandelblütenförmigen Kelchen geschmückt sein, vollständig mit Knospen und Blütenblättern. Unterhalb der Stellen, an denen je 2 der 6 Arme aus dem Schaft hervorgehen, soll je eine Knospe sein. Der ganze Leuchter samt den Verzierungen und Armen soll aus einem Stück aus reinem, getriebenem Gold gefertigt sein. Stelle dann sieben Lampen für den Leuchter her und bring sie dann so an, dass sie nach vorn leuchten. Die Dochtscheren und Ölschalen sollen ebenfalls aus reinem Gold sein. Du sollst den Leuchter und alles Zubehör aus einem Talent reinem Gold herstellen. Achte darauf, dass du alles ganz genau nach dem Entwurf machst, der dir hier auf dem Berg gezeigt worden ist. Noch ein Detail aus 2. Mose 27, 20 und 21. Richte den Israeliten aus, sie sollen dir reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter bringen, damit seine Lampen ständig brennen. Der Leuchter soll außerhalb des Vorhangs, hinter dem die Bundeslade steht, aufgestellt werden. Aaron und seine Söhne sollen dafür sorgen, dass die Lampen im heiligen Zelt von Abend bis zum Morgen vor dem Herrn brennen. Diese Anordnung gilt für euch und eure Nachkommen für immer. Ist das nicht eine detaillierte Anleitung? Ganz genau, sogar die Blüten. Jedes kleine Detail, sagt Gott, mach es bitte so, bis ins kleine Detail. Ich werde nicht auf jedes Detail eingehen, dafür wird es zu lange sein. Ich möchte ein paar Elemente hier rausnehmen, die mich sehr angesprochen haben, die, glaube ich, auch wichtig sind, wenn wir heute hier nach Hause gehen, die wir in unser Leben mitnehmen. Einmal hat es mich beeindruckt, dieses Gold, und da frage ich mich, was ist dieses getriebene Gold?
Was ist getriebenes Gold? Getriebenes Gold ist, wenn es, ja, man nennt es Treiben, wenn etwas, wenn Bleche oder Material, Eisen aus einem Stück geschlagen werden. Ich habe es damals in der Schule mit einer Kupferplatte mal gemacht und dann musste mit einem Kugelhammer so lange schlagen, bis wir aus einer Platte eine Schale gemacht haben. Kennt man vielleicht aus dem Werkunterricht. Und genau so sagt Gott, bau mir einen Leuchter mit 7 Armen insgesamt, mit Blüten und allem aus einem Stück. Ey, das ist ein Kunstwerk der ganz, ganz, ganz besonderen Art. Man kannte es, ne, im Altertum war diese Technik Metallverarbeitung bekannt. Ne, die Erkenntnisse sind ganz, ganz früh zurückzugehen. In der altägyptischen Zeit gab es schon diese Technik, diese Treibtechnik. Aber aus einem Stück Gold, das gab es bisher noch nicht. Götzen wurden früher gegossen. Es war einfacher. Man hat Gold geschmolzen, eine Form gemacht, das Gold da rein, zack, hat man den Götzen, hat man hingestellt. Nein, Gott will keinen Götzen haben. Gott will etwas ganz, ganz Besonderes haben. Ein ganz besonderes Stück soll sein. Ein Talent entspricht ungefähr 58 Kilogramm Gold. Das ist schon mal ein schönes Stück Barren. Ne? Der Rest wird nicht angegeben. Es wird nicht angegeben, wie groß der sein soll. Ich glaube, aus 58 Kilogramm kann man schon ein großes Stück bauen. Ich weiß nicht wie, wenn man das nur durch Treiben, durch Schlagen zusammen ein Teil bauen muss. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, es muss unglaublich gewesen sein. Ich glaube aber, dass dieses Gold auch ein Sinnbild und ein Bild für unseren Jesus ist. Für Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Für Jesus, der so viel für uns erlitten hat. In der Prophetie für Jesus, in Jesaja 53, Vers 4 und 5 steht, dennoch, er nahm unsere Krankheit auf sich, trug unsere Schmerzen und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen, erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das muss man sich mal so sacken lassen. Und ein Bild aus dem Neuen Testament, aus Hebräer 5, Vers 7. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er, doch durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. So wie dieser Leuchter hergestellt wurde, so wie dieser Leuchter getrieben wurde und zu einem perfekten Stück wurde, wurde Jesus durch sein Leben auf dieser Erde vollkommen getrieben und zum Retter für jeden Einzelnen von uns. Ist das nicht ein ganz, ganz besonderes Bild? Jesus ist heute der Retter für uns. Da, wo du Sünde in deinem Leben hast, will Jesus sie dir heute vergeben, weil er das schon alles durchgemacht hat. Er sagt, ich möchte diesen Leuchter in dir übertragen. Ich möchte es für dich geben. Ich habe das alles schon erlebt. Er hat das durchgemacht, was wir heute durchgemacht haben. Und die Bibel nennt so etwas Heiligung. Es geht darum, diese perfekte Natur, diese perfekte Göttlichkeit in uns werden zu lassen. Das, was Gott von uns möchte. Jesus betet im Garten Gethsemane, so wie du mich in die Welt gesandt hast, sende ich sie jetzt. Gott gibt uns diesen Auftrag, als Leuchter, als Lichter zu gehen. Und der Leuchter steht heute, seit der Auferstehung Jesu, für dich, für dein Leben. Wir dürfen ihn in diese Welt tragen. Das Bild, das Gott dem Volk Israel so geschaffen hat, steht heute für jeden von uns. Du bist geschaffen, um Licht zu verbreiten, um das Licht weiterzugeben. Ich habe mich gefragt, was mit diesen Mandelblüten sein soll. Die Mandelblüten fand ich jetzt, ich bin jetzt nicht so der Blumenfreund, ich glaube, da gibt es einige, die haben da mehr Freude dran. Aber was ich interessant fand, ist, dass in Palästina der Mandelbaum der erste ist, der blüht. Also das alles noch trocken und der Mandelbaum blüht, wenn alles noch im Winterschlaf liegt. Er symbolisiert die Auferstehung.
das neue Leben, was anfängt. Als das Volk wieder einmal so richtig in Aufruhr gerät und in Diskussion mit Mose kommt, soll jeder der Stammesältesten einen Stab zu Mose bringen. Die Stäbe wurden nach Anweisung Gottes ins Heiligtum gelegt und am nächsten Morgen blühte der Stab von Aaron und es waren reife Mandeln dran, ein Zeichen für das Leben. Es geht Leben auf. Es ist wirklich Leben. In 4. Mose 17, Vers 25 lesen wir es. Und der Herr sprach zu Mose, bring Aarons Stab wieder vor die Bundeslade zurück. Er soll dort als warnendes Zeichen für alle, die sich in Zukunft gegen mich auflehnen wollen, aufbewahrt werden. Das soll ihre Auflehnung gegen mich ein Ende machen und ein weiteres Sterben verhindern. Das Leben, die Auferstehung von den Toten. Jesus wird in der Offenbarung als der Erstgeborene der Toten genannt. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen dieser Dinge, der als Erster von den Toten auferstand und Herr über alle Herrscher der Erde ist. Lob sei ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden befreit hat, indem er sein Blut für uns vergoss. Ein Zeichen für das Leben, ein Bild für das Leben. Dieser Mandelbaum, diese Blüten, die da sind. Und Gott will mit dir ein Sterben verhindern. Er will, dass du lebst. Er will, dass wir aufblühen können. Er will, dass wir lernen, dieses Leben aufzunehmen. Gerade in den letzten Wochen machen sich die Menschen viele Gedanken über den Tod. Viele Menschen reden darüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber egal, mit wem man in Kontakt kommt, man redet und Corona ist immer wieder präsent. Der Tod ist immer wieder präsent. Es geht ja darum, haben wir genug Beatmungsplätze? Haben wir alles genug? Wie weit geht der Virus? Kriegen wir nochmal eine zweite Welle? Was passiert alles? Ja, ich weiß, einige glauben nicht dran, die anderen glauben sehr dran. Es ist egal. Der Tod ist sicher. Ob mit Corona oder ohne. Es wird uns alle irgendwann mal erreichen. In den letzten Wochen machen die Menschen sich viele Gedanken. Jesus hat den Tod überwunden. Und durch Jesus darf ich als Christ, ich, wenn ich mit Jesus lebe, darf ich wissen, auch ich habe jetzt den Tod überwunden, weil ich weiß, der Tod ist für mich nicht das Ende. Der Tod ist die Zukunft und es geht weiter in der Ewigkeit mit meinem Herrn. Gott schafft für die Menschen einen Leuchter, der das, Welt in die, der das Licht in die Welt bringen möchte. Diese Hoffnung, dieses Licht dürfen wir heute weitergeben. Wie gebe ich dieses Licht weiter? So wie ich es verstanden habe, war dieser Leuchter die einzige Lichtquelle in der Stiftshütte. Es war das Einzige. Diese 7 Lampen, die dort leuchteten, waren die einzigen, die damals geleuchtet hatten. Und keiner konnte es irgendwie beeinflussen, von außen Licht reinzubringen. Es war alles zu mit den Vorhängen und wenn der Hohepriester reingekommen ist, waren die Lampen am Leuchten. Damals konnte keiner auch als Normalo in diese Stiftshütte reingehen. Es war nicht normal. Es war verboten, weil dieser Platz ein heiliger Ort ist und da, wo dieses Licht leuchtet, wo Gott mit diesen Menschen zusammen ist, war es verboten. Es ging nicht, es durfte nur der Hohepriester dort rein. Und als Jesus gekreuzigt wurde und starb, zerriss er dieser Vorhang, da, wo dieser Leuchter drin stand. Dieser Vorhang zerriss und so, dass das Licht ins Heiligtum gelangen konnte und der Leuchter heute für alle Menschen leuchten darf. Und wir haben heute diesen Zugang zu Gott. Jesus hat das Licht in diese Welt gebracht. Jesus will dein Licht in dein Leben bringen. In jeden Einzelnen ist uns bewusst, für die, die wir schon lange als Christen unterwegs sind, dass wir dieses Licht in uns drin haben. Ist uns klar, dass wir dieses Licht in diese dunkle Welt rausbringen dürfen. So wie Jesus es getan hat. Gerade jetzt, wo alles außer Kontrolle ist, dürfen wir im Licht leben und einen Frieden und eine Ruhe in diese Welt tragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir dürfen einen Unterschied machen. Als Corona losging und ich arbeite in meinem Zweitjob in einer Firma, wir machen Veranstaltungen und sind sehr viel in Deutschland unterwegs und wir sind permanent unter Menschen. Und als Corona losging, war es von, und der Lockdown kam, war von einem Tag auf dem anderen auf einmal
alles storniert. Und meine E-Mails kamen rein, storniert, 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 storniert. Und genau diese E-Mails kommen auch bei meinen Chefs rein. Und die Panik ist auf einmal groß. Es sind Verbindlichkeiten da, es sind Kosten da. Die Jungs müssen Mitarbeiter bezahlen, so wie mich. Und es geht immer weiter. Und die Panik, die steigt bei den Leuten immer weiter hoch. Und ich bin in diesen Tagen immer ganz, ganz bewusst in diese Firma, gefahren und habe gesagt, ey Jungs, macht euch keine Sorgen. Ich weiß, ihr habt es drauf. Ich weiß, ihr seid fähig und wir werden neue Möglichkeiten finden. Und ich bete jeden Tag dafür. Und ich weiß, meine Chefs sind eine der gottlosesten Menschen, die ich kenne. Ich bete jeden Tag, dass Gott uns hier Gelingen schenkt, dass ihr das Gelingen habt, dass ihr es hinkriegt. Und die Jungs haben wirklich hart gearbeitet. Wir haben heute ungefähr 5-mal mehr zu tun, als wir vorher zu tun hatten. Es ist ganz schrecklich. Die digitale Welt geht ja gerade sehr, sehr stark nach oben. Aber wenn etwas nicht klappt, dann kriege ich immer wieder diesen Spruch und ich freue mich über diesen Spruch. Alex, hast du heute Morgen nicht gebetet? Es ist schön. Wir dürfen ein kleines Licht sein. Wir dürfen einfach ein bisschen leuchten. Wir dürfen diese Hoffnung einfach reingeben zu diesen Menschen und sagen, weißt du, vielleicht wird es etwas Gutes haben. Komm, ich bete dafür. Ich möchte diese Ruhe. Ganz ehrlich, ich hatte auch Angst. Ich wusste auch nicht, wie wird es jetzt. Was passiert jetzt? Erstmal eine Schockstarre für uns alle. Und dann müssen wir uns wirklich entscheiden. Es ist eine Entscheidung, mich neu an meinen Herrn zu wenden, mich neu nach ihm auszurichten, mein Vertrauen voll auf ihn zu setzen, dass er es macht. Und er hat alles in seiner Hand. Auch so ein Virus. Er hat alles, er hat unser Leben in seiner Hand. Es geht weiter. Dafür möchte ich echt dankbar sein. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jesus sagt, ich habe die Welt überwunden. Haltet euch an mich. Und dieses Licht dürfen wir raustragen. Du hast dieses Gold in dir. Jesus hat alles dafür getan, dass wir das weitergeben dürfen. Eine ganz kurze Anmerkung zu der Zahl des Leuchters. Wenn ihr den Leuchter seht, ich glaube, ich habe den hier nochmal versucht, als Bild zu finden. Ich weiß nicht, ob jemals jemand es geschafft hat, ihn wirklich darzustellen. Aber es sind 3 auf jeder Seite und 3 auf jeder Seite ergibt 6. Ich bin kein Zahlenfreund. Ich versuche nicht irgendwie aus irgendwelchen Zahlen was zusammenzurechnen, aber ich fand das interessant. 3 auf jeder Seite ergibt 6 und 6 ist in der Bibel ganz oft eine Zahl für den Menschen. Der Mensch wurde am 6. Tag erschaffen. In der Mitte geht ein Strang hoch und so ergeben sich aus dem Ganzen 7 Leuchter. Und die 7 steht für Vollkommenheit, Gottes Vollkommen. Ist doch ein schönes Bild, oder? Da braucht man keine Verschwörungstheorie aufzureißen. Ne? Das ist das, was wir uns hier heute einfach mitnehmen können. Es ist vielleicht ein Bild für dich, dass du als Mensch durch Gott geheiligt bist. Dass du vollkommen werden darfst durch Jesus Christus. Wenn du die Bibel studierst, wirst du sehen, dass der Leuchter in seinen Facetten noch so viel, viel mehr zu sagen hat. Dass er so viel mehr mitgeben möchte und die ganze Stiftshütte, ich habe es gesagt, in ihren ganzen Details uns einfach noch so viel gibt. Jesus ist in Perfektion und perfekt als Mensch auf diese Welt gekommen. Jesus wurde für jeden von uns geschlagen. Jesus wurde für jeden von uns getrieben, damit wir leben können. Ist uns das bewusst? Ist uns das immer wieder neu bewusst, was Jesus für uns getan hat? Und Jesus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Dieser Leuchter ist Jesus selbst, der uns den Leuchter übertragen hat. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt, zu mir kommt, wird keine Angst haben, weil ich ihm das Licht gebe. Und jetzt eine Frage an uns Christen. Haben wir dieses Licht in uns drinne? Oder laufen wir auch grummig durch diese Welt und sind unzufrieden mit so vielen anderen Dingen, meckern über jede Kleinigkeit? Oder dürfen wir diese Hoffnung, die Jesus hat, in diese Welt tragen? Das möchte ich uns einfach fragen. Wenn du mit Jesus noch nichts zu tun hast, wenn du sagst, ich kenne ihn gar nicht, ich weiß gar nicht, wer er ist oder ich kenne ihn einfach nur aus der Tradition, hey, Jesus, gib mir diesen Frieden. Ich darf diesen Frieden in mir haben. Und es macht so viel aus, zu wissen, dass es einen gibt, der lebendig ist. Es keine Philosophie ist, es kein irgendetwas ist, sondern es ein Gott ist, der meine Sorgen, meine Probleme in seine Hand nimmt,
mir diese Hoffnung gibt und sagt, ich werde für dich sorgen. Das ist Jesus. Es ist unsere Aufgabe, als Christen zu leuchten. Wie kann dieser Leuchter leuchten? Jetzt beim Thema Corona wird ja viel um Hygiene gesprochen. Ne? So oft habe ich in meinem ganzen Leben mir noch nicht die Hände desinfiziert, die sind schon trocken, ne? Alles ist ausgesaugt, ist nichts mehr drin, weil man immer nur desinfizieren muss. Man kommt irgendwo hin, bitte desinfizieren Sie sich, bitte machen Sie sich sauber. Und es geht, es ist glaube ich aber auch jetzt in Corona-Zeiten auch innere Hygiene angesagt, sich mal zu reinigen, sich mal sauber zu machen, eine reine Lichtquelle zu ergeben. Ich habe euch mal zwei Lichtquellen mitgebracht. Einmal eine Lichtquelle, ich darf hier eigentlich keine Werbung machen, aber das ist so ein ganz edel Sparkling, edel Flower, irgendein Rosenwasser, ist schon ausgetrunken, hier ist jetzt Öl drin. Eine Lampe und hier ist eine, das war eigentlich das gleiche Getränk, aber hier ist auch noch ein bisschen mehr Schmutz drin. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, heute passiert es nicht so gut wie sonst, aber, ich will mir jetzt nicht die Finger verbrennen, aber diese Lampe, die raucht eigentlich viel, viel mehr als die. Die gibt viel mehr Ruß ab. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Stiftshütte bin ich dort und es ist keine andere Lichtquelle, es gibt nur einen Vorhang und ich komme rein und ich habe eine Lampe, die am Rußen ist. So, jetzt hat die wieder richtig Zunder. Eine Lampe, die am Rußen ist, wo es richtig schöner, schwarzer Rauch hochzieht. Ich will nicht wissen, wie es in diesem Raum dann ausgesehen hat. Es wird dreckig sein, das, was weiß ist, wird langsam schwarz. Es wird unordentlich sein. Es wird ein komischer Geruch sein. Und es wird nicht schön sein, als wenn eine Lampe, die sehr fein ist, die ein sauberes Öl drin hat und die ganz, ganz schön und sauber leuchtet. Es ist wichtig, dass wir als Christen leuchten, dass wir als Christen sauber leuchten. Es ist wichtig, dass ich anfange, meine Lichtquelle zu reinigen und dass meine Lichtquelle sauber ist. Und in solchen Zeiten braucht es auch mal Dochtscheren. Diese Dochtscheren, Gott sagt, die sollen aus Gold sein. Hey, eine Schere, die auch mal hier den Docht so ein bisschen schneidet, die soll aus Gold sein. Warum? Weil diese Dochtscheren sehr wichtig sind, damit es eine saubere Flamme gibt. Und weißt du, heutzutage brauchen wir als Christen, brauchen wir auch manchmal so ein paar Dochtscheren. Ein paar Dinge, die uns so ein bisschen beschnibbeln. Vielleicht sind das deine Arbeitskollegen, die mal sagen, hör mal, achte mal drauf. Vielleicht ist es dein Bruder aus der Gemeinde. Vielleicht ist es eine Predigt, die zu dir spricht. Vielleicht ist es etwas, was du durch Wort Gottes gehört hast, wo du sagst, hey, ich muss da Veränderung schaffen. Ich muss mich verändern, ich muss da Änderung finden, damit Gott wieder in mir sauber sein kann, damit es rein leuchten kann. Und deswegen sagt Gott, ich möchte, dass es ein sauberes, ein schönes, ein nicht gepanschtes Öl ist. Früher wurde in solchen Lampen das gepanschte Öl. Öl wurde ja benutzt für Lebensmittel herzustellen und das, da, wo noch Stückchen drin sind und, wurde dann dieses Öl benutzt. Und Gott sagt, nein. Für die Lampen soll das feinste, soll das reinste Öl sein, damit es was Gutes ergibt. Und das Öl steht in der Bibel sehr viel für den Heiligen Geist, der in uns Raum einnimmt, der Platz einnimmt, der nicht durch Kraft und Gewalt, wie es in Zacharia 4, Vers 1 bis 6 steht, ist, sondern durch seinen Geist kann Gott wirken. Das ist das, was Gott in uns geben möchte. Reines, sauberes Öl möchte er von uns, dass wir anfangen, uns zu reinigen. Dass wir den ganzen Schmutz, der uns durch unseren Alltag, durch die Medien, durch unser Leben in uns, dass wir es anfangen rauszulassen und uns mit sauberem, reinen Öl füllen, damit wir eine saubere, eine schöne Pflanze herstellen, leuchten lassen können. Durch den Heiligen Geist darfst du rein leuchten, wenn du anfängst, dem Heiligen Geist Platz in deinem Leben zu lassen. Wenn du das zulässt, dass er anfängt aufzuräumen. Du erinnerst dich an die 10 Jungfrauen. Aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, die kein Öl hatten, die sich nicht drum geschert haben, bereit zu sein, wenn der Bräutigam kommt. Und genauso ist das auch für uns. Lass uns bereit sein, mit sauberem, mit reinem Öl
da zu sein. Warum sagt Gott, jeden Morgen und jeden Abend muss es erneuert werden? Ich finde das interessant und ich habe ein tolles Zitat gelesen von einem Pastor, der sagt, hey, das ist geistliches Alzheimer. Wir Christen haben alle geistliches Alzheimer. Kennst du das? Du hast heute noch etwas ganz Besonderes mit Gott erlebt. Du hast erlebt, wie er gewirkt hat, wie er vielleicht ein Wunder getan hat. Und am nächsten Morgen, da kommt irgendjemand und gibt dir einfach so ein bisschen ein auf die Seite und du knickst ein, du bist völlig verzweifelt. Und all das, was du eben noch mit Gott erlebt hast, hast du jetzt über Bord geschmissen und bist völlig wieder ganz, ganz unten am Boden. Kennen wir das? Ich kenne das. Elia, die Geschichte, kennen viele von uns aus dem Alten Testament. Der hat sowas Heftiges mit Gott erlebt. Der ganze Altar wird komplett mit Feuer verbrannt. Er erlebt, wie Gott wirkt. Und dann kommt eine Königin und sagt, der ist tot. Und Elia rennt und haut ab und gerät voll in eine Depression. Gott will, dass wir uns jeden Tag neu aufmachen, uns nach ihm ausrichten. Das ist, uns wieder neu erneuern. Kannst du dich erinnern an meine letzte Predigt? Vitamin K. Die Kraft des Heiligen Geistes ist das, was fehlt. Es ist ein Vitaminmangel, den wir haben, weil wir zu bequem sind. Vielleicht auch, weil es zu laut um uns ist, weil wir uns ablenken und nicht darauf achten, was Gott uns sagen möchte. Kannst du dich an die Predigt von Heinrich Derksen erinnern? Am 19.01. Lebe die Bibel. Was geschieht, wenn das Wort Gottes dich berührt? Es kann dich aber nur berühren, wenn du anfängst, dich mit dem zu füllen. Es wird dein Denken verändern. Kannst du dich an den letzten Punkt einer Predigt von André erinnern? Sei aktiv, lebe den Glauben in deiner Praxis. Lass gutes Öl in dir rein. Sprich anderen Menschen Vertrauen zu. Hab die Hoffnung und guck, was Gott dir sagen möchte. Genauso aus Matthäus 5, Vers 16, soll euer Licht von allen Menschen leuchten, dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Also nicht, weil wir rummeckern, nicht, weil wir rummotzen, nein, weil sie unsere guten Taten sehen, werden die Menschen Gott in uns sehen. Durch das saubere Öl, durch die schöne Flamme, die aus uns rauskommt, dürfen wir in dieser Welt, in dieser Krise, diese Hoffnung weitergeben. Ich muss mich aber entscheiden, eine gute Flamme zu sein. Manchmal brauchen wir die Menschen um uns herum. Manchmal brauchen wir eine Predigt, die ins Herz geht. Manchmal brauchen wir ein Wort. Lasst uns darauf achten, dass wir uns verändern lassen von Gott. Und wie dieser Leuchter in der Stiftshütte, der heute durch den Vorhang, der zerrissen ist, durch Jesus Christus, der offen ist, den Jesus in uns gelegt hat, weil wir durch Jesus leben dürfen, dass wir das in diese Welt tragen. Und wenn du sagst, ich habe diese Hoffnung gar nicht, dann gebe ich dir nur den Rat, dich auf Jesus einzulassen, mit Jesus zu leben, dich zu entscheiden, diesen mit Jesus, dass Jesus anfängt, den ganzen Schmutz, den ganzen Dreck aus dir rauszulassen, dich mit sauberem Öl zu füllen, eine tolle Flamme zu werden und Hoffnung in diese Welt, die voller Panik, voller Angst ist, weiterzugeben. Das wünsche ich mir. Also wenn dir jetzt jedes Mal ein Licht aufgeht, wenn du ein Licht anmachst, wenn du eine Glühbirne wechselst oder in die Sonne guckst, denk immer dran, dieses Licht muss aus mir herauskommen, aber nur durch Jesus Christus. Amen.